Am 13. Juli 2017 fand mitten im Herzen des Kölner Nordens ein exklusives Wirtschaftsevent für rund 50 geladene Kölner Unternehmerinnen und Unternehmer statt. Eingeladen hatte das Wirtschaftsforum Köln-Nord e.V. Das Wirtschaftsforum Köln-Nord versucht halt, die einzelnen Aspekte des Zusammenlebens als Gewerbetreibende oder Freiberufler zusammenzubringen. Das Wirtschaftsforum möchte halt Kommunikation fördern zwischen den Unternehmern in einer Region. Der Kölner Norden, der einzige Stadtteil, der nicht an die Innenstadt grenzt, ist, was die Kommunikation in die Stadt angeht, ein wenig benachteiligt. Und deshalb will das Wirtschaftsforum die Unternehmen in der Region zusammenführen und das Wort ergreifen für die Unternehmen. Wir haben es geschafft, im letzten Jahr die Schließung einer Autobahnanschlussstelle, die auch für die Fortwerke zum Beispiel immense Bedeutung hatte, rückgängig zu machen. Wir haben mit dem Rat der Stadt Köln, wir haben mit der Politik und wir haben mit Straßen NRW den Dialog gesucht und nach konstruktiven Lösungen gesucht. Aufgrund unserer Initiative ist vor knapp 2 Monaten die Anschlussstelle wieder eröffnet worden. Tagtäglich 10.000 Pendler wieder schneller an ihrem Beschäftigungsort. Der Einladung sind zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung und Verbänden gefolgt. Der Vortrag Ethik und Verantwortung – Werteorientierung in deutschen Unternehmen mit Professor Manfred Maus als Gastredner wurde mit Spannung verfolgt. Liebe Gäste, als Vorsitzender des Wirtschaftsforums Köln-Nord darf ich Sie hier heute alle recht herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich heute Abend den Hausherrn Alexander Rolf, der uns hier diese Location zur Verfügung gestellt hat. Er ist auch mit dem Vorstand von Wirtschaftsforum Köln-Nord. Alexander Rolf, herzlichen Dank. Darüber hinaus möchte ich begrüßen unsere Bundestagsabgeordnete Gisela Manderla, die jetzt gleich auch hier das Wort übernimmt. Das Wirtschaftsforum Köln-Nord e.V. und die CDU-Bundestagsabgeordnete Gisela Manderla waren stolz, ein solches Event im Kölner Norden präsentieren zu können. Lieber Toni Haaf, dir und deinem Stellvertreter Herr Weber möchte ich ganz herzlich danken, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Und zwar bin ich nicht alleine gekommen, nämlich eine Politikerin, sehen Sie vielleicht öfters, habe ich heute einen sehr prominenten Gast mitgebracht. Das ist Professor Manfred Maus. Manfred Maus ist 1935 geboren und Sie kennen ihn vielleicht alle als den OBI-Gründer. Und wir beiden. Gisela Manderla freute sich über den Erfahrungsaustausch mit dem OBI-Gründer Professor Manfred Maus, mit dem sie schon viele Jahre befreundet ist. Gespannt hörten die Gäste dem Erfolgsunternehmer zu, als er über aktuelle Themen wie die Digitalisierung und den Fachkräftemangel in deutschen Unternehmen sprach. Die Welt verändert sich und wir in diesem Wandel, diesem Wechsel rechtzeitig zu erkennen, das ist die große Herausforderung. Und wir tun uns schwer mit diesem Wandel, wenn wir alle in den Strukturen, die wir kennen, leben wollen. Wir können es aber nicht verhindern. Wir können die Digitalisierung nicht verhindern. Ja. Professor Manfred Maus gewährte den Gästen einen interessanten Einblick in sein Erfolgsrezept. Er sprach aber auch über die klassischen Managementfehler sowie fehlende Werteorientierung in deutschen Unternehmen. Arbeit ist bei uns in Deutschland einfach nicht positiv besetzt. Und das muss sich rasant ändern. Die klassischen Managementfehler sind, dass ich in Richtung Inkonsequenz, in Richtung, wir wollen ja Freunde sein miteinander. Wir wollen menschlich, also harmonisch miteinander umgehen. Wir reden erstmal über den ersten FC Köln, wir reden über das Wetter und wenn wir dann noch Zeit haben, dann reden wir auch über das Geschäft, über unsere Ziele. Das ist eine falsche Kultur, sondern wir kommen hier zusammen, dass wir über die Arbeit ist etwas Positives, das ist keine Maloche in dem Sinne, sondern wenn ich in meiner Arbeit Sinn erleben kann, dann bin ich auch hoch motiviert.
Der Vortrag des Professors regt zum Nachdenken bei den Gästen an. Dieser Erfahrungsaustausch war für alle eine Bereicherung und ein interessanter Impulsgeber. Ich bin sehr froh, dass ich den Unternehmern heute im Kölner Norden einen Menschen wie Professor Maus hier auf dem Silbertablett servieren konnte, der seine Sicht der Dinge darstellen konnte. Und wir haben ja an den Reaktionen gemerkt, an den Gesichtern gemerkt, dass die Unternehmer hier auch das aufgesogen hat, was er ihnen mitgegeben hat. Und das war einfach wunderbar. Nach den Vorträgen suchten die Unternehmerinnen und Unternehmer das persönliche Gespräch mit dem Erfolgsunternehmer und der Bundestagsabgeordneten, um bei kölschen Leckereien und einem frischen Frühkölsch den Abend mit guten Gesprächen ausklingen zu lassen. Es sind diese kleinen und hochkarätigen Events, die die regionale Unternehmerschaft und den deutschen Mittelstand stärken und Deutschland somit national wie international gut dastehen lassen.